Max, das schöne weiße Nationalmannschaftstrikot ist jetzt eher schwarz, grau, wie auch immer. Wie war das da draußen heute? Extrem hart. Also ich denke, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, war beim ersten Split vorne und habe mich dann umgeguckt und habe natürlich gedacht, okay, hier sind einige Leute stärker am Hügel als ich. Hatte dann auch ziemlich zu kämpfen, aber insgesamt super Rennen. Am Ende war ich einfach platt. Kannst du kurz schildern, wie der Split am Anfang entstanden ist? Weil über Radio, es war nicht im Bild zu sehen, als der Split genau passiert ist, und im Radio war ungefähr zu der Zeit auch ein Sturz im Feld gemeldet. Hast du da irgendwas mitbekommen? Vor dem Sturz nicht, nee, aber vorne ist die Gruppe weggefahren und Bora hat sich die ganze Zeit mit voller Mannschaftsstärke vorne gehalten. Da habe ich dann schon gerochen, dass da was passieren könnte, und haben zuerst das Tempo in der Abfahrt runter verschärft und dann war leichter Seitenwind, das hat schon ausgereicht. Also eine Kombination von Kurven bei Regen und ein bisschen Seitenwind und dann zack, hatten wir den ersten Split. Dann warst du vorne in dieser Gruppe. Ich glaube, es haben auch alle relativ gut zusammengearbeitet und dann ging es in diese Hügelrunden um Längerich. Und da bist du dann zweimal sogar aus der Gruppe rausgefallen, hast dich wieder rangekämpft. Erzähl mal ein bisschen, wie hart war diese neue Runde dort? War für mich sehr hart. Also zwei Bergwertungen waren extrem steil und hatte ich dann echt zu kämpfen. Meins logisch, Watt pro Kilogramm ist nicht meine Stärke. Ich hatte eigentlich gute Beine heute und konnte auch insgesamt eine hohe Power treten, aber wenn die Besten da das Tempo forcieren, dann habe ich natürlich zu kämpfen. Konnte aber dann zweimal mit einem enormen Kraftaufwand zurückkommen. Das hat natürlich viele Körner gekostet, aber man muss alles geben und das habe ich gemacht. Und dann gab eben noch diesen Zehnergruppe, die dann weggefahren ist aus eurer 25-Mann-Gruppe. Da war einfach kein Saft mehr da. Nee, also muss ich ganz klar sagen, da waren meine Körner verbraucht, da hatte ich keine Chance mitzufahren. Die Gruppe hat sich ja dann geteilt, ich war dann ganz froh, dann den Anschluss noch an die zweite Hälfte wiederherstellen zu können. Und an der vorletzten Bergwertung kamen noch ein paar Top-Jungs von hinten vom Feld, die haben mich dann auf der Kuppe eingeholt. Und mit dem bin ich weitergefahren. Im Endeffekt, glaube ich, hat gar nicht mehr viel nach vorne gefehlt. Ich glaube, wenn noch eine Mannschaft ein, zwei Leute durchgeschickt hätte, dann wären wir wieder rangekommen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, im Sprint, als ich dann aufgestanden bin, habe ich gemerkt, da ist nichts mehr drin in den Beinen. Insofern hätte es auch nicht viel geändert. Man spricht hier mal vom Sprinterfestival. Ist das jetzt ein richtiger Frühjahrsklassiker im Herbst? Definitiv, ja. Also ich denke, wir hatten eine richtige Starbesetzung heute im Rennen. Ganz, ganz viele super Jungs. Und ich glaube, die Fahrer machen das Rennen. Das haben wir heute gemacht und war einfach ein echt harter Tag. Und ein würdiger Saisonabschluss für den deutschen Radsport. Danke dir und jetzt mach dich warm. Ja, danke.